Sind wir jetzt irgendwo Wachen unterwegs? Nix. Der Scheinwerfer hat mich erwischt, deshalb jetzt rot. Ich denke mir nämlich die ganze Zeit, wieso wird es da so plötzlich rot? Aber das ist der Scheinwerfer. Wir dürfen nicht in den Scheinwerfer reinkommen, das ist das Geheimnis. Okay. Ja, das ist so ein Waffenturm wieder, der tut ziemlich weh. Das Wasser ist manchmal widerlich. Es fließt vom Brunnen zum Keller des Konservatoriums. Und es gab Arbeiten, also viel da. Ist da jemand? Ja. Den schwebt nirgendwo hin. Ich darf ihn nicht. Die kommt nicht weit. Aha, wir haben zwar alle gekillt, aber wenn der Alarm losgeht, sind trotzdem wieder alle am Leben. Gut zu wissen. Das heißt, das ist eine Alarmsirene, die kann die Toten wieder lebendig machen. Und damit sind wieder alle Wochen da. Okay. Naja, man muss es halt nur wissen. Nicht? Wenn man es nicht weiß, dann ist das halt eine komische Geschichte. Aber wenn man es weiß, dann kann man sich danach richten. So, jetzt müssen wir noch warten, bis der Suchscheinwerfer wieder vorbei ist. Sich jemand im Konservatorium beschweren. Das ist fast alles dicht gemacht, weil jemand ist noch drin. Haben jemand verloren? Was? Was? Wir brauchen Hilfe! Wie bitte? Ach Gott, jetzt habe ich es selber ausgelöst. Ich dachte mir, ich kann das sabotieren, die Anlage, aber wenn ich F drücke, löse ich es selber aus. Die anderen Anlagen konnte ich immer irgendwie mit F da deaktivieren, den Alarm. Aber da geht es jetzt plötzlich nicht. Naja, das sind lauter Ungewissheitssachen, wo die Spielefirma einfach wie einen Sautrottel deppert sterben lässt. Ja, und du kommst halt dann drauf, wenn man einfach tot ist. Ja, dann kommt man drauf, vorher kommt man nicht drauf. Ich bin neugierig, welche Überraschungen jetzt sind. Jetzt werden wahrscheinlich alle Soldaten ausschalten, wir werden die Alarmanlage stilllegen und dann wird wahrscheinlich, weiß ich nicht, kommt ein Rotzen-Herkules und da schlagt mich irgend sowas. Meine Nerven. Ist da was? Ist da jemand? Das Wasser zeig ist dich! Es gab Arbeiten, also fehlte ein Gitter. Vielleicht ist ein Tier reingebrochen und verendet. Was? Noch warm. Nicht hier? Schauen wir uns doch mal um.
sehe ja was. Ah, oh, die haben einen ordentlichen Hunger. Weg ist er. Ratzeputz, kann man da sagen. Weg. So, da kommen wir nicht rein, wir müssen wahrscheinlich eh darauf irgendwo. Okay, die Lichtding ist weg. So, pass auf, ich speichere da jetzt einmal, das wird jetzt da ein Versuch werden. Da komme ich natürlich nicht auf. Fliegen. Aha. Jetzt geht er schon wieder nach hinten. Ich habe es vergessen und hatte danach einen Hexenfisch in der Jacke. Ich hätte genau hier jemanden gesehen. Sehen wir uns lieber um. Ich sehe doch keine Gespenster. Du willst kämpfen? Oh. Okay, jetzt werden wir den scheiß Ding da ausschalten hinten. Geht aber nicht. Hey, Pat! Alter, wie viele Wochen sind denn da noch? Wo kommen die bitte alle her? Das gibt's ja nicht. Das ist der Nächste, oder? Da ist. Gut, Geheimgang gefunden. Liegt da sonst noch was, was wir brauchen können? Nein, Decke, Tasche, was auch immer. Irgendwer hat das als seinen Unterschlupf gebaut.
Das schaut nicht sehr gesund aus. Ah, kann es sein, dass wir jetzt von der Seite irgendwie ins Konservatorium kommen? Das schaut einmal gut aus. Wir kommen der Sache näher. Die Frage ist jetzt, kann ich mit dem eigentlich... Wieso kann ich mit dem nicht durch ein Gitter? Was ist denn das? Nur mehr Überraschungen. Ich muss wissen, warum ein Schwert durchs Herz nicht genügte, um unsere neue Kaiserin Delilah zu töten. Bitte, wie oft kommen denn ja noch? Wo trage ich den jetzt hin? Sag ja, kommen noch genug andere Überraschungen, die uns das Leben zur Hölle machen. Ich bin nur noch neugierig, was als nächstes alles am Plan steht. Depperten Blutfliegen, wo kommen denn die wieder her? Da ist ja nicht einmal irgendwo ein Nest. So. Jack, innicher Fisch. Kroko. Kronleuchter. Wer ist denn? Lesen. Einbruchsauftrag. Kippe außerhalb des Bürofensters benutzen, um über den Zaun zu kommen. Herunterfallen lassen und Keller durch Lieferanteneingang betreten. Die Sonderausstellung ist im ersten Stock. Durch Sicherheitsraum betreten. Roseboro Prototype nehmen, nicht vergessen den Alarm zu deaktivieren. Leicht verdientes Geld. Ein Banditenunterschlupf ist das anscheinend. Da geht's in den ersten Stock und dann geht's da weiter. Nervig, der Geruch, der ständige Lärm. Wenigstens halten sie Neugierige fern. Unserer Herren gefällt, wo sie sind. Also musst du sie aushalten. Ja. Aber manchmal will ich sie zu blutigem Brei schlagen. So, pass auf, wir speichern. Wir machen wieder einmal einen Stunt. Wir reden über die Garde, richtig? Nicht über die Blutfliegen. Natürlich, die Blutfliegen lieben uns. Hexe.
So, Kaiserliches Konservatorium, Büro Ashworths, Kuratorin Ashworths Büro 1. Eins ist da. Schön ist, dass wir da überhaupt nicht sehen, wo wir gerade sind. Zwei Eingangshalle, Roseberry Prototype. Das wird wahrscheinlich das Add-on-Quest sein. 4 Aufzug, 5 Lieferanten, Treppe, Archiv. 4 Aufzug, wir werden da sein. Wir werden da sein. Ja, das werden wir dann eh sehen. Ich werde jetzt erst, möchte mich da herunten, mir alles genau ansehen. Und dann die Stufen auch rauf. Oh, Blutstein. Sorry. Gut, da können wir nichts nehmen. Was haben wir da? Was ist denn das? Da ist auch nichts. Wo ist denn, gibt es da noch Knochenartefakt irgendwo? Wieso ist die Tür verschlossen? Dein Fuß. Warte mal, da haben wir noch einen Blutstein. Die sind viel wert. Erinnerung, der Schlüssel zum Archiv ist im Büro des Quartiermeisters. Wo ist das Büro des Quartiermeisters? Das nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Die sind tot, die haben eigentlich nichts. Wieso habe ich da jetzt gerade Münzen gelesen? Wo liegen Münzen? Von Anton Sokolov, meine Reise nach Pandysien, ein Rückblick, Kapitel 15. Im Morgengrauen zog ich mit der Gruppe los, die sich nach Osten aufmachte und aus 2 anderen Naturphilosophen und 4 Besatzungsmitgliedern bestand. Mit unseren Schwertern kämpften wir uns durch die dichte Vegetation und erklommen langsam einen steilen Anstieg ins Landesinnere. Wir wollten Proben der hiesigen Pflanzenwelt für unsere Herbarien sammeln. Ich selbst fand einige Blätter und Stängel und machte reichlich Notizen zu mehreren Pflanzenarten, die womöglich noch nie ein Mensch zuvor zu Gesicht bekommen hatte, als der junge Mr. Gravett von der Akademie auf einmal wie wild zu hüpfen und zu schrien begann. Er hatte einen unglücklichen Schritt getan und war mitten in einen Schwarm aggressiver, ameisenartiger Tiere getreten, die sogleich vom Boden aus über ihn herfielen. Es waren so viele kleine Angreifer, dass er nur nach kurzer Zeit vollkommen mit ihnen bedeckt war. Schließlich schafften wir es, ihn von den Insekten zu befreien, nicht ohne selbst zahlreiche schmerzhafte Bisse davonzutragen. Mr. Gravett hingegen erlitt so viele Bisse oder Stiche, wie ich später feststellen konnte, dass er kaum wiederzuerkennen war. Sein ganzer Körper war bis zur Unerkenntlichkeit angeschwollen. Er jammerte wie ein kranker Ochse und starb noch, bevor wir ihn zurück zum Strand geschafft hatten. Glücklicherweise hingen noch einige der Tiere an seinem Leichnam, sodass mir ein paar Exemplare zur Verfügung standen. Servus. Was ist denn das? Ein Wolfshund, tot. Haben wir da jetzt... Da drin ist ein Artefakt, aber da kommen wir ja nicht rein ohne den stepperten Schlüssel. Wer ist er? Den habe ich gar nicht gesehen. Oh, der ist eh schon tot. Okay. Na servus, die haben sich da aufgeführt. Exit. Spähen wir mal durch. Wo würde es denn da hingehen? Das ist der Seiteneingang. Okay. Quartiermeister. Die Tür ist blockiert. Von was? Von Holz. So. Das ist eine Granatmine. Wieso gibt es keine Haftminen?
komm, ich bin schon zu knapp. Zum Glück macht das eh keinen Lärm. So, was haben wir da? Schließung des Konservatoriums verlängert. Ein Mitarbeiter des kaiserlichen Konservatoriums bestätigte heute, dass dessen Schließung abermals verlängert wurde und auf unbestimmte Zeit andauern wird. Leiterin Brenna Ashworth war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Unsere Leser werden sich daran erinnern, dass ein Milbenbefall der Roseboro-Ausstellung zur Schließung vor fast 6 Monaten geführt hatte, wobei laut Gerüchten seither keine Schädlingsbekämpfung erfolgt ist. Das war sie, das haben wir schon gelesen. Schädlingsbekämpfung, Schädlingsproblem, Verwalterin Ashworth. Es tut mir schrecklich leid, Ihnen das mitteilen zu müssen, aber irgendwas hat jede Nacht an einigen Ihrer Ausstellungsstücke geknabbert. Das Große, das aussieht wie Wolken und ein Schwein, wenn Sie meine laienhafte Ausdrucksweise entschuldigen, das waren die Ratten an den Wänden. Ich hoffe sehr, dass nichts zerstört wurde. Keine Ahnung, was Sie so daran mögen, dass Sie jede Nacht zurückkommen und noch mehr davon zu fressen. Ich habe mich schon gefragt, woraus es besteht, aber was immer es auch ist, diese kleinen Mistkerle finden es lecker. Glenn, der Nachtwächter. Ja, ich will auch gar nicht wissen, aus was es ist. Ai. Knochenartefakt, Kabelwerkzeug. Da hätten wir neue Stiefeln oder was auch immer das sind. Kaiserliches Konservatorium, die Map haben wir schon. Aha, da ist er. Meine Reise, ein Rückblick 4. 2 Tote an unserem ersten Tag auf dem Kontinent, doch die neue Welt war noch nicht satt. Sie wollte mehr, und zwar keinen geringeren als den Kapitän persönlich. Seine Gruppe war auf einem Rudel kleiner Nagetiere gestoßen, die an Hasen oder Präriemaulwürfe erinnerten. Die Verlockung frischen Fleisches erwies sich zu groß für unseren guten Kapitän, der genau wie die restliche Besatzung in den vergangenen Monaten nichts als ein wenig Fisch und magere Ration zu sich genommen hatte. Er bekam eines dieser Tiere mit bloßen Händen zu fassen, doch die scheinbar so gutmütigen Tiere erwiesen sich alles andere als zahm. Nachdem es die Kreatur dem Kapitän erlaubt hatte, sie hochzuheben, griff sie plötzlich an und stach ihn mehrmals durch eine Drüse in seinem Schwanz. Sorry, ja. Dieser Satz ist so ein bisschen komisch. Nachdem es die Kreatur dem Kapitän erlaubt hatte, sie hochzuheben, griff sie plötzlich an und stach ihn mehrmals durch eine Drüse in seinen Schwanz. Na okay, lassen wir das einmal so dahingestellt. Der Kapitän klagte an der Einstichstelle über Wärme und Jucken. Wollte aber unbedingt weiterziehen. Eine Viertelstunde später bekam er keine Luft mehr und erstickte. Ja, das klingt jetzt so, wie wenn ihm die in seinen Bimmel gestochen hätte, meint der Satz. Gut, lassen wir das jetzt. Mir war sofort klar, dass bei anhaltenden Verlusten in diesem Tempo nicht nur daran scheitern würde, den Kontinent ausreichend zu erforschen, sondern obendrein auch bald nicht mehr über genügend Männer verfügen würden, um die Heimreise antreten zu können. Es musste etwas getan werden, um das Unternehmen zu retten. Und so erklärte ich mich selbst zum Kapitän. Auf meinem Befehl blieb die übrige Besatzung bis zum Ende der Woche in der relativen Sicherheit des Strandes. Ich schickte 2 junge Akademiestudenten mit Netzen und Käfigen los, um ein lebendes Exemplar des Präriemaulwurfs zu fangen, der den Kapitän so schnell getötet hatte. Zuallererst waren wir schließlich auf einer Forschungsexpedition. Aha, na da schickt er die jungen Studenten vor. Acker feine Ort. Ein bisschen Spaß muss auch sein, ne? Dann holen wir einmal da rein. Achso, das ist eine Schreibmaschine. Ich habe mir gedacht, das ist wieder so ein Stimmenaufzeichner. Gut. Okay, wir haben den Schlüssel. Wie heftig Key. Warte, schaue ich mal da rauf, wenn ich schon da bin, weil das schaut mir ziemlich nach Sackgassen aus. Nein, nicht einmal. Wir kommen da in den Vorraum. Wenn wir schon da sind, schauen wir da mal kurz rein. Sind wir da eher la? Ja. Okay, da hätten wir durchs Fenster rein können irgendwie. Da ist nichts zum Nehmen, den Plan haben wir schon.
nichts mehr. Was ist da? Nix. Das nehmen wir uns alles. Das ist nur mehr eine Schreibmaschine. Mehr gibt es da nicht im Moment. Das ist der Eingang. Restricted Area sind wir unterwegs und da ist der Hauptaufgang. Und was haben wir da noch? Eine Rumpelkammer, aber nichts, was irgendwie von Interesse ist. So, gehen wir da noch mehr runter. Den Schlüssel haben wir ja jetzt. Also was da im Gewölbe von dem Konservatorium abbrennt, wollen wir ja gar nicht genau wissen, nach den Leichen zu urteilen. So, die Rune ist unser. Ashworths Tagebuch verrät mir vielleicht, warum Delilah nicht getötet werden kann. Ja, das war natürlich gut, wenn wir das rausfinden würden. Haben wir da noch irgendwas? Nein. Da haben wir auch nichts mehr. Na dann pfeifen wir uns einmal das Tagebuch rein und schauen mal, was rauskommt bei der Geschichte.